Hallo und willkommen bei den Rosy Rosy. Hier ist die Jen. Ja, nochmal ganz, ganz kurz wirklich nur zum Cassandra-Thema. Ich wollte nur sagen, was Jana und Mine und Lauri auch schon gesagt haben, wir waren wirklich alle überrascht. Ich war auch sehr überrascht und das kam wirklich sehr unerwartet. Aber es ist jetzt leider so und ich möchte Cassandra nur wirklich alles Gute wünschen. Ich finde es wirklich schade, dass sie gegangen ist, weil sie wirklich eine Bereicherung war. Und ja, aber man kann es jetzt leider nicht ändern. Und ich hoffe, du postest noch regelmäßig deine Videos auf deinem Kanal. Ich werde mir die auch angucken und ja. So, kommen wir zum Wochenthema. Wie geht man in der Öffentlichkeit damit um? Also ich bin ja da doch relativ offen, jetzt sowieso, ich wohne ja in Hamburg und mein Outing ist schon lange her und also ich habe da ja gar keine Probleme mehr und in Hamburg lebe ich auch sehr frei und offen, also laufe Händchen halt mit meiner Freundin in der Stadt rum und küsse sie auch und so. Und ich muss aber auch sagen, auch früher, so zu meiner Outing-Zeit und als ich auch noch im Saarland gewohnt habe, ach, wo ich übrigens gerade bin, ihr seht ja, andere Location, ich bin gerade bei meinen Eltern zu Besuch, ja, und als ich auch hier früher auch gelebt habe und jünger war, da habe ich da eigentlich auch keinen Hehl draus gemacht, also nicht so wirklich. Hier im Ort oder, gut, da bin ich jetzt nicht unbedingt so ständig in der Stadt im Ort rumgelaufen, aber so in der Stadt hier bin ich auch mit meiner Freundin damals Händchen halten rumgelaufen und so. Ja, also ich habe da eigentlich auch damals keine Probleme gehabt. Okay, am Anfang hatte meine Mutter dann den Wunsch, dass ich jetzt hier so in der Nachbarschaft das nicht unbedingt offen auslebe. Da habe ich mich dann auch erst dran gehalten, weil ja, es ist ja schon auch schwer für Eltern, wenn man sich dann gerade outet und also sie haben es ignoriert, aber trotzdem finde ich, man kann denen ruhig eine gewisse Zeit geben, sich auch dran zu gewöhnen und also das hat auch geklappt und mittlerweile ist alles paletti und ja, da gibt es auch keine Probleme mehr. Also wie gesagt, ich muss sagen, eigentlich sehe ich da keinen Unterschied. Aber jetzt kommt's. Das muss ich aber doch sagen, dass ich war letztes Jahr ja beim L Beach auf diesem Festival mit 5000 Lesben auf einem Haufen und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, dass es da anders war. Also das war wie in der eigenen Welt. Man war ja wirklich komplett unter Lesben und das war jetzt nicht nur eine Party, sondern du bist da wirklich tagsüber rumgelaufen. Es war wirklich wie eine kleine eigene Welt. Und irgendwie habe ich gemerkt, auch wenn ich mich so normal doch frei fühle, da habe ich mich doch nochmal freier gefühlt und anders gefühlt und lockerer. Und bin da doch irgendwie unterbewusst ganz anders mit umgegangen. Also im Umkehrschluss muss es ja doch heißen, dass man so im Alltag sich vielleicht doch einschränkt. Vielleicht küsst man die Freundin dann doch in dem Moment mal nicht, wo man, wenn man einen Freund hätte, keine Probleme hätte. Ja doch, also irgendwie ist es ja schon so, dass man sich dann auch, wenn man wirklich stolz und frei lebt, irgendwie passt man sich an. Irgendwie weiß man doch, klar, die Umwelt reagiert meistens super und ich habe wirklich noch nie ein blödes Kommentar bekommen und so, aber wirklich durch diese Erfahrung beim L Beach habe ich gemerkt, es ist doch anders und ja, also die vorher vielleicht auch mal einen Freund hatten, jetzt eine Freundin, überlegt doch mal wirklich genau, gab es da einen Unterschied? Habt ihr euch anders verhalten? Also bestimmt, also bei mir, wie gesagt, ist es so, obwohl ich im ersten Moment gesagt hätte, es ist nicht anders, aber irgendwie ist es halt auch anders. Überlegt doch mal und dann schreibt doch mal, was ihr darüber denkt und
ob ihr der Meinung, meiner Meinung seid oder vielleicht bedeutet das doch auch nur, dass ich doch nicht so offen und frei wie ich gedacht bin, wie ich gedacht hätte und vielleicht bin ich halt auch ein bisschen verklemmt oder traue mich nicht so sehr in der Öffentlichkeit alles zu geben. Also denn, wie gesagt, bei uns im Team ist alles paletti. Es wird hier nichts passieren, wir werden weiterhin posten und doch wir arbeiten auch gerade daran und haben so ein kleines Brainstorming laufen, was wir verbessern können, denn vielleicht ist ja wirklich die Qualität schlechter geworden. Also ich habe natürlich auch die Kommentare unter Cassandras Video durchgelesen und die eine oder andere schreibt ja auch, okay, ich habe auch schon gemerkt, dass die Qualität schlecht geworden ist und es geht nur noch um Quantität, nicht mehr um Qualität. Schreibt mir doch bitte mal, ihr könnt mir auch eine private Mail schreiben, was ihr denkt, woran es denn liegt, dass die Qualität schlechter geworden ist. Denn wenn wir kein Feedback bekommen, können wir es auch nicht ändern. Schreibt doch einfach mal, was können wir verbessern. Okay, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, die Jen.